Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenbericht im Zen Garden Paraguay. Diese Woche, was sich am meisten im Moment bewegt, das sind die Innenausbauarbeiten unserer ersten beiden Doppelhaushälften. Natürlich, dazu gehört auch das Verstreichen und Verputzen der Außenwände. Und genau das sehen wir heute. Wir sehen schon von außen, es wird Stück für Stück schön verputzt. Und man sieht es hier an der Säule sehr gut, die nämlich noch nicht ganz verputzt ist, wie es Schritt für Schritt vorangeht. Das heißt, hier, das war erst der Betonträger, die Betonsäule. Jetzt ist Putz, der Grobputz drauf und dann kommt der Feinputz drauf. Ja, ich würde einfach sagen, wir schauen uns jetzt auch mal von innen an, was sich getan hat, wie weit bereits verputzt wurde. Und natürlich, ich erwähne es auch nochmal, natürlich ist mittlerweile auch das Dach auf beiden Haushälften drauf. Also, nichts wie rein, schauen wir uns an, was sich da getan hat. Und wir stehen jetzt im Haus Colibri. Und man sieht es hier schon schön, der Grobputz wird gerade innen aufgebracht. Man sieht nicht mehr die Leitungen. Oben an der Decke sieht man, da ist man schon einen Schritt weiter. Das war das Erste, was sie gemacht haben. Da ist schon der Feinputz drauf. Man sieht die Auslässe für das spätere. Und wir sind im ersten Stock im großen Zimmer. Und Sie sehen schon, hier ist vom Verputzen her noch nicht so viel passiert. Lediglich an der Vorderwand zum Zen-Garten hin, da wurde ein bisschen Grobputz aufgetragen und auch an der Seitenwand. Aber ansonsten fehlt hier noch der gesamte Putz. Ja, oben sieht man, ich erwähne es, das Dach ist drauf. Es hat gestern auch ein klein wenig geregnet und ich sehe kein Wasser hier drin, das heißt, das Dach ist bereits dicht. Ja, schön gemacht muss es jetzt einfach noch werden. Übrigens, man sieht hier auch schön am Fenster, da ist noch nicht verputzt worden. Und zwar innen im Rahmen. Das ist zum Beispiel eine Sache, worauf wir gerade warten. Denn erst wenn hier der Putz fertig ist, können wir den Fensterbauer aktivieren, dass der vorbeikommt, die Maße nimmt und in Paraguay werden Fenster auf Maß gemacht, eben dann dementsprechend die Fenster vorbereitet für uns. Das einfach so mal aus dem Alltag vom Bauen. Schauen wir uns auch noch das Haus Orchidee an. Ja, und jetzt stehen wir im Haus Orchidee und hier ist man schon einen kleinen Schritt weiter. Man sieht schon, es ist wesentlich mehr fein verputzt. Und hier sieht man es zum Beispiel auch schön an dem Fenster oben. Oben ist bereits schön verputzt an dem Fenster, aber die beiden Seitenrahmen und unten auch der Teil vom Fenster noch nicht. Und genau, wie ich vorhin schon sagte, das muss erst fertig sein und dann macht es Sinn, den Fensterbauer anzurufen. Ja, bezüglich der Türen, die sind sogar fertig produziert schon. Die sind eben auf Maß gemacht worden, wobei die wollten vorab bereits das Maß haben. Und die stehen schon gewerbefuß, dass sie eingebaut werden können. Und Sie sehen auch, hinter mir sind hier im Haus bereits die Glasbausteine eingebaut worden, die eben später das Licht nach hinten bringen. Und jetzt gehen wir auch mal rein und schauen uns an, wie sieht es denn innen aus? So, wir stehen im Haus Orchidee und auch hier, Decke sieht schon sehr, sehr gut aus. Übrigens, Sie sehen hier an der Decke 4 Öffnungen. Grund ist ganz einfach, hier kommen auch aus feuertechnischen Sicherheitsgründen 2 Feuerwälder rein. Einmal im Küchenbereich und einmal im Wohnbereich. Und was auch mittlerweile fertig ist, ist die gemauerte Wand unter der Treppe. Denn genau wie im anderen Haus hat man hier dann noch eine schöne Staufläche. Was sieht man noch? Ja, lassen Sie sich übrigens bitte nicht täuschen, wenn die Wände hier weiß angemalt, also wenn verputzt wurde und das Ganze dann in weiß oder in Farbe angemalt wurde, dann wird der Raum hier wesentlich heller wirken als im Moment. Und jetzt gehen wir noch in den ersten Stock und schauen uns da an, was da passiert ist. Und wir sind im ersten Stock im großen Schlafzimmer vom Haus Orchidee und Sie sehen es hinter mir, hier ist schon relativ viel fein verputzt worden und das gibt doch schon ein ganz anderes Bild als
wo es noch offen war. Oder auch wie Sie es an den Wänden der anderen Zimmer im Video bereits gesehen haben. Und deswegen, das ist momentan auch der Hauptaugenmerk, den die Bauarbeiter haben. Das heißt, die Elektrik, Installation und mittlerweile auch das Verputzen. Schauen wir uns das letzte Zimmer an. Oh, und hier sind wir im zweiten Schlafzimmer vom Haus Orchidee. Aber wie Sie sehen, hier ist noch nicht viel bis gar nichts passiert in puncto Verputzen. Wie gesagt, man ist gerade bei den anderen Zimmern dran. Ich gehe mal davon aus, so rein von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, das Ganze wird hier noch 1, 2, 3 Wochen dauern, bis alles fertig verputzt und auch die ganze Elektrik fertiggestellt wurde. Ja, das war heute ein kurzes Bautagebuch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch hier unter dem Video. Für uns immer wichtig zu sehen, dass es Ihnen gefällt, spornt uns natürlich auch an. Ihr Zen-Garden-Team Paraguay. Bis nächste Woche. Tschüss.